Meine erste Entwicklungsmöglichkeit bei der Zürich habe ich erfahren, als ich vom Praktikum fest angestellt wurde. Seitdem habe ich ein Jahresanfangsgespräch, wo meine Ziele vereinbart werden mit meiner Führungskraft. Ich habe bei Zürich begonnen direkt nach der Uni, bin in einem Absolventenprogramm, aber ich habe angefangen im Konzernhauptsitz in der Schweiz. Die Entwicklungsmöglichkeiten sind sehr groß im Unternehmen. Also man kann irrsinnig viel erreichen, wenn man will. Ja, also mit großem Einsatz kann man einiges tun. Begonnen mit Junior Underwriter, nachher Senior Underwriter und mit 01.01.2016 hat sich die Chance für mich ergeben, dass ich das Team des Sachunderwritings führen darf. Also Weiterentwicklung und Weiterbildung ist bei uns sehr wichtig. Also wir haben auf der einen Seite einen, für jede Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter einen individuellen Entwicklungsplan. Also da stehen wirklich Maßnahmen, wo möchte diese Person hin, was fehlt dort, wie kann sie diese Person entwickeln. Es gibt natürlich Mitarbeitergespräche, um Gutes hervorzukehren und um Schlechtes natürlich auch zu erwähnen und damit man dann selber auch daran arbeiten kann, Defizite quasi zum Verbessern. Mein persönlicher Entwicklungsplan hat eben vorgesehen, dass ich mich bestmöglich auf die Rolle als Führungskraft vorbereite, sei es jetzt diverse Soft Skills vom Präsentationstraining oder Moderationstraining. Meine letzte Schulung war betreffend des neuen Haushalt-Eigenheimsprodukts der Zürich und es war immer einmal die Woche circa für 1 bis 2 Monate und es hat circa 1,5 Stunden immer gedauert,